jetzt wohl ein bisschen Überlänge, sorry. Was für Lappen? Achso, warte mal. Kann man die nicht in die Luft jagen? Könnte sein, dass es ein bisschen zu viel ist. Könnte es sein? So mag ich das. Ich nicht. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Ein klein wenig. Erstens einmal, wo kam der Drache plötzlich her? Im Inneren der Basis. Ich dachte, die können hier nicht rein. Vor allen Dingen im Inneren taucht er auf einmal hinter mir auf. Schüsse auch eigentlich. Das gibt's doch gar nicht, sag mal. Gibt's das? Ich hab fast keine Muni mehr.
weißt du was? Jetzt werden wir es durchziehen. Und zwar die Kugel durch deinen Kopf. Ging nicht, weil da ist was im Weg. Aha, ich habe ihm zumindest die Maske vom Gesicht geschossen. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Aber theoretisch müsste das was bringen. Kraft, das einzig war. Oh Gott! Gott sei Dank haben wir das. Anscheinend. Also, wir haben es anscheinend. Wir machen da draußen wieder Terze. Eine Brille. War das auf den Drachen bezogen, oder? Na? Kartenscan. Och Gott! Nein! Wie geil! Eine Floppy Disk. Wie geil! Klar, Gewehr. Ja, Körperpanzer kann ich irgendwie dann doch wieder gebrauchen. Komm. Gib das auch mal her. Hier was? Gar nichts, okay. Okay. Hallo? Was soll das? Wie kommt denn der hier ins Lager rein? Ich dachte, hier ist so ein Schild. Kann man das ausschalten? Das ist dieser Drache mit der Stirnding ins Kirchen, aber... Ich kann mich nicht mehr dran entsinnen, was die von mir wollten. Wieso kommt der hier rein, wenn hier alles abgeschirmt ist, frage ich mich. Der hat hier drin doch eigentlich gar nichts zu suchen. Mann, Mann, Mann.
Schlepptau, nennen wir ihn Susan. Mhm. Ernsthaft? Du kannst da übrigens nicht durch, ist dir klar, ne? Schlafen. Natürlich, andere Seite, war ja klar. Was? Nee, ist schon okay. Okay, hier ist keiner. Hier ist niemand. Ganz kurz gucken, wo muss ich hin? Ah, guck mal, hier habe ich die Karte gefunden. Und da muss ich hin, okay. Kriege ich Notizen und TV-Geräte, aber nicht auf der ganzen Insel. Alles klar, okay. Scheiße, jetzt geht wieder das Einsammeln los. Oh Mann. Ich gehe erstmal kurz vom Drachen weg. Fühle ich mich gerade irgendwie ein bisschen sicherer. Okay. Da ist ein Fernsehgerät. Ich höre auch Wildschweine. Legt sich da gerade wieder jemand mit dem Drachen an, oder was? Da sage ich nur eins dazu. Dummheit. Oh Mann, noch so einer. Einer? Naja, lassen wir das mal so dahingestellt. So, das sind, wie gesagt, nur Kasuas. Und hier
ist noch irgendwo eine Kiste da. So, okay. Also es ist ordentlich Kohle, die wir hier jetzt kriegen. Wenn ich an das normale Far Cry trinke, das war eher lächerlich. So, aber ich muss ja noch... Ja, weißt du was? Ja. Ich weiß, ist ein bisschen lächerlich, aber... Naja. Oh. Moment. Ich trau dem nicht. Hier gibt's wieder eine Geisel zu retten. Dr. Susan. Nennen wir sie einfach mal so. So, angegebenen Ort erreicht. Jetzt muss ich die überhaupt erstmal sehen. Okay, also die Wahrscheinlichkeit ist ja, dass sie unter dieser Blase sitzen. Aber gerade nicht. Das Problem ist ja... Essen Kekse wieder? Ach Gott. Okay, da war die Geisel. Mhm, gut zu wissen. Das, ja. Gut, das musste erstmal einem gesagt werden. Das wusste ich nicht, dass da die Geisel ist, weil die wurde bei mir irgendwie nicht markiert. So, und da unten ist bei mir auch jemand. Getötet.
Alter, wartest du jetzt gefälligst mal? Können Sie mal herkommen, bitte? Kommen Sie... Danke, Sie haben mich gerettet! Och, König. Susan. Du bist in mir, unter meiner Haut. Schon wieder los. Halbautomatik Upgrade. Gibt's da irgendwas Besonderes oder was? Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich deine Existenz angezweifelt habe. Überleg's dir lieber nochmal. Wo bin ich denn da? Na, ich könnte jetzt die Garnison befreien. Irgendwie, das scheint ja nicht so ganz immer hinzuhauen. Meiner Meinung nach. Alter, was ist denn hier los? Ich bin Akademiker. Ach so. Ich wusste nicht, dass das irgendwie so eine Einschränkung ist. Ja, ihr habt es doch angezündet, ihr Vollidioten. Was ist das denn, ein Hubschrauber? Und hier gibt's eine Kiste. Das sind bestimmt dann diese Dracheneier dann. Ich habe jetzt nicht probiert, ob man die zerschießen kann. Ehrlich zu sein. Na gut, ich habe ja einen Schalldämpfer. Nö. Geht nicht. Die wilden Schweine hier. So, hier ist noch eine Ruine. Was sieht mich andauernd? So, auf dieser Ebene ist das wohl nicht. Da sind die Monitore. Geh mal her hier. Hoffentlich muss ich keine verfickten Federn sammeln. Sind wir hier bei Assassin's Creed oder was? Federn sammeln. Du musst Fernsehgeräte sammeln. Das ist nicht wirklich wesentlich spannender. Aber wenigstens etwas einfacher, wenn man die gut sehen kann. Oh ne, ist nicht dein Ernst. Da hinten drauf? Okay, wenn ich mich recht... Oder wenn ich es mir recht überlege, ist das mein nächstes Ziel. Diese Garnison. Warum eigentlich? Warum mache ich mir eigentlich diese Arbeit? Warum? Warum tue ich das?